Hallo ihr Lieben, Mein willkommen Arm zurück. ist schon ganz taub. Zurück bei Final Fantasy VII, das Remake. Wir geben Aerys jetzt mal High Five. Ist das Tor zu den Slums Slums von von Sektor Sektor 7? 6, immer grüner Park. Ist verschlossen. Und nun? Wie wär's, wenn wir etwas plaudern? Nein, dafür haben wir keine. Komm schon, hier lang. Beeil dich! Früher habe ich hier manchmal Blumen verkauft, weißt du? Ach ja? Sag mal, Cloud, du warst Rang 1, nicht wahr? Ja. Aha. Ist das etwa ein Problem? Mm-mm. Du ähnelst ihm nur. Ähneln? Wem denn? Meiner ersten großen Liebe. Wie hieß er? Kenn ihn vielleicht. Ach so, das sind die Folgen des Marco. Hat jeder Soldat. Ich weiß. Hätte nichts sagen sollen. Lass uns weiter. Wir müssen nach vorne blicken. Die ist halt so eine starke Person. Wir wissen alle, wer ihre große Liebe ist, und zwar Zack. Den wir ja in Crisis Core kennengelernt haben. Die haben sich auch nur einmal oder zweimal, glaube ich, getroffen. Ich glaube, ein Jahr vorher. Der hatte die, glaube ich, nur dieses rosane, diese rosa Klamotten an. Wir können da. Das funktioniert. Ah. Also ich hätte. Mein Arsch wissen können, dass es so viele Errungenschaft gibt. So Rutsch mit der Rutschbahn oder so. Kann ich auch schaukeln? Ne, schaukeln kann ich nicht. Und das können wir auch machen? Schade. Wäre cool gewesen, auf jeden Fall, wenn das funktioniert. Voila! Huh? Warte mal eben. Ist ganz schön stark, die Frau. Ich könnte so ein Ding ein nicht mal Geheimgang. Hochheben. Der führt bis zu den Slums in Sektor 7. Dann. Bitte sehr. Kommst du alleine nach Hause? Was wäre denn, wenn nicht? Dann bringe ich dich. Das wäre doch albern. Oh. Ist schon okay. Zurück nehme ich nämlich einfach die sichere Abkürzung. Hä?
Da kann ich... Oh, da kann ich nicht mehr. Also dann, willst du los? Ja. Ja. Oh? Oh? Ich glaube, in dem Moment müsste, glaube ich, im DLC nur gerade auf dem Weg sein zum Shinra-Gebäude. Weil die hat was anderes an. Ne, die hat das gleiche an, okay. Ein Glück, du hast überlebt. In jedem Run hat die was anderes an bei mir. Das ist lustig. Erkläre ich dir später. Ich will Corneo etwas auf den Zahn fühlen. Geh du zur Bar zurück und melde dich bei Barrett. Aber... Keine Angst, ich komm klar. Wer Ärger macht, kriegt einen Tritt. Also gut. Ja, los! Eigentlich hat die ein anderes Kleid an. Eigentlich ist das lila? Oder blau? Das ist ein anderes Kleid als sonst. Wo? Nichts da. Du musst ihr helfen. Ich finde das krass, die hat immer ein anderes Kleid an, wenn ich das Spiel spiele. Locker fertig. Corneo ist tückisch wie eine Schlange. Wie stark deine Freundin auch ist, er wird sich um sie wickeln und ihren Widerstand einfach brechen. Außerdem fährt sie direkt in sein Nest. Da gibt es noch andere Gefahren. Los, Cloud. Sie ist dir doch wichtig. Du musst ihr helfen. Oh. Jetzt komm! Hallo, ab zum Wollmarkt. Die hat bei mir, jede Runde, wenn ich das Spiel spiele, noch neu, beziehungsweise neu spiele, jedes Mal was anderes an. Jedes Mal. Eigentlich hat die ein lilafarbenes Ding an. Oder hat... Kann auch sein, dass sie drei verschiedene Kleider anhat. Auf jeden Fall hat die drei verschiedene Kleider. Übrigens kann der Typi hier im Original, muss er ja auch ein Kleid tragen, drei verschiedene Kleider kriegen. Aber das kannst du nicht in einem Run schaffen. Na? Eine Kutschfahrt gefällig? Weißt du vielleicht, wo die junge Frau ist, die in dieser Kutsche war? Ach, ich habe keine Zeit, um Frage und Antwort mit euch zu spielen. Kein Kunde, kein Service. Wir haben noch weniger Zeit. Willst du es drauf anlegen, was? Was ist hier los? Seid ihr neu in der Stadt? Macht mir bloß keinen Ärger. Wir suchen die junge Frau, die mit dieser Chocobo-Kutsche gefahren ist. Mhm. Und wollt ihr mir auch verraten, warum ihr diese Frau sucht? Wir wollen sie befreien. Weil er sich total in sie verknallt hat. Darum. Hä? Na, wenn das kein ernstzunehmender Notfall ist. Allerdings fahren wir verdammt viele Leute durch die Gegend. Kannst du sie mir genauer beschreiben? Genauer? Sie ist schick, sie kann ganz schön hart zutreffen, sie führt eine beliebte Bar. Sie führt eine beliebte Bar. Cloud, das tut jetzt nichts zur Sache. Du redest doch nicht etwa von Tifa. Genau. Oh je, da hat es anscheinend noch jemanden schwer erwischt. Aber ich muss dich leider enttäuschen. Tifa wirst du eine ganze Weile nicht mehr wiedersehen. Warum das? Weil sie was Besonderes hat. Deshalb wurde sie zur Brautschau in Don Corneos Villa eingeladen. Eine Brautschau? So nennt Corneo es, wenn er sich eine neue Gespielin sucht. Und Tifa wird seinen Geschmack sicher voll treffen. Als sein langjähriger Vertrauter kenne ich seine Vorlieben nur zu gut. Du wirst dich darauf einstellen müssen, dass sie die Villa so schnell nicht mehr verlässt. Im schlimmsten Fall sogar nie wieder. Und wo ist diese Villa, wenn ich fragen darf? Hey, warte mal. Führst du etwa irgendetwas im Schilde? Mit sowas will ich nichts zu tun haben. Lasst mich da bloß raus. Fort mit euch! Oh je. Und weg ist er. Hm. Dann müssen wir uns wohl erst einmal in der Stadt umsehen. So, Corneos Villa. Schöner Weihmarkt. Willkommen auf dem Wahlmarkt! Hier wird gefeiert, geschlemmt, geschäkert, ohne nervige Sittenpolizei!
Natürlich haben wir auch was für Pärchen im Angebot. Vergnügt euch zu zweit. Oder vergnügt euch getrennt. Oder sucht ihr vielleicht Arbeit? Der Wallmarkt wartet auf euch. Kein Bedarf. Gehen wir, Cloud. Na, ihr zwei Süßen, wie sieht's aus? Habt ihr schon eine Bleibe für heute Nacht gefunden? Ich hätte da das perfekte Zimmer für euch, Turteltäubchen. Kein Interesse. Hast du da gerade kurz überlegt? Bei Interesse helfe ich dir gerne weiter. Hilfe. Wie sieht denn unser Leben aus? Wir können das Leben erstmal so lassen, glaube ich. Ah, da kommen wir später dran. Glaube ich. Guck mal da. Kotzt sich eine. Wann bin ich denn eingeschlafen? Oh nein. Warum habe ich Geizhals nur die billigste Absteige genommen? Schön hier erstmal durch die Gegend stöbern. Mich stört ein bisschen. Einstellung, Audio. Die Musik ein bisschen lauter haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwas gebracht hat. Was? Weißt du denn, wo ich Oh je, ich hab mein Portemonnaie. Mal gucken. Der alte Waffenhändler war ein komischer Kauz. Überall dieser Aber ich mag den. So, einer der. Doch nicht hier. Vor all den Leuten, der sagt, es sei kein Schuss. Wo sind wir denn hier? Ja? Hat da oben nicht was. Ich nicht alles dafür tun würde, einen Shinra-Frachter in die Hände zu bekommen. So. Wie hatte der das genannt? Der Panzer vom Typ 60. So, gehen wir mal ein bisschen durch die Gegend gucken. Kommen die sowieso nicht so. Hereinspaziert! Bei uns herrscht freie Platzwahl. Danke. Aber das hier ist. Heute habe ich mir eine honigsüße Belohnung verdient. Die Bienchen warten schon auf mich. Woher haben wir denn? Willkommen. Bist du auf der Suche nach etwas? Okay, da ist gerade der Typ hier. Oh, da guck mal da. Hallo Cloud. Für meine Forschung bin ich bereit. Ich freue mich über jede Unterstützung. Cloud, ich habe eine neue Hypothese. Cloud, besiege die Esper, um die Materie zu vervollständigen. Oh, boah, Esper. Cloud, ich würde mich sehr freuen, wenn du mich auch weiterhin unterstützt. Oh, komm, Opel. Jetzt, komm. Lege bitte deinen portablen Kampfsimulator an. Den können wir ja direkt machen. Das wird ja hoffentlich nicht so lange dauern. Ich muss die Esper noch austauschen. Hallo! Okay, Analyse. Auf Nummer sicher. Okay. Ja, das war's! Raum drücken, Kupo. Ding! Schluss mit lustig! Los! Was? Komm schon! Zack! Mandant! Und los! Feuer und Flamme! Los! Hup! Wow! Was mag er denn gegen Eis? Okay, warte mal. Scheiße, ich kann es nicht leiser machen. Es ist doch ein bisschen laut. Oh, Blitz mag er gar nicht. Du wirst nicht leiden. Der ist für dich. Arbeiten wir zusammen. Hier bin ich. Ja.
Das war's. Bin mal so frei. Und los! Nicht gern. Der ist für dich. Und tschüss. Weißt du mir das mal kurz? Los. Los geht's. Das war knapp. Dann übernimm. Ich leg los. Hochspannung. Machen wir ein Liefrit. Komm! Hiermit wäre Verifiz dein lustiger Partner Chocomoppel und du. Mit vereinten Kräften werdet ihr Shinra. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Okay, was haben wir denn noch? Analyse des Zustands Vision. Beim Auslösen von Visionen hält sich die Angriffsfrequenz. Durch die Analyse des Phänomens und seine Anwendung als Materien löst es möglich sein, alle Effekte mit seinen Gefährten zu teilen. Das weiß ich nicht, wie ich das mache. Muss ich dafür... Ich weiß nicht, müsste ich mal gucken. Untersuchung zu den besten Midgars. Bei 20 Arten von Gegnern... 40 Arten von Gegnern in den Schockzustand versetzen. Okay, das wird ja nicht so schwer sein. Machen wir nochmal einmal... Wir hatten hier irgendwo... Schätzchen, dein einsamer Cowboy ist wieder da. Ach, nö. Oh, willst du die haben? Wenn du möchtest, schenke ich sie dir. Gib's zu, du willst doch woanders. Machen. Stimmt doch. Bei den meisten Sachen kommst du hier überhaupt nicht weiter. Ich hab doch gesagt, du sollst hier nicht aufkreuzen. Aber. Ach, die Karriere kann man alle vergessen. Aber echt mal, uns abblitzen zu lassen, diese Jungen. Bei den meisten Gassen tatsächlich stehen hier Leute im Leute im Weg. Zeige ich euch gleich.
Da zum Beispiel hacken. Ist Hock. Was? Hocken welche im Weg? Da hinten auch. Ja? Da zum Beispiel, da steht was. Da kommst du nicht dran vorbei, weil die halt im Weg stehen. Habt ihr euch der Sache angenommen? Alles erledigt. Allerdings hat der Neue es verpfuscht und wurde von Touristen gesehen. Deswegen, also das, müssen wir die Seitengassen mal außen vor lassen. Ja? Musik hast du eigentlich nur, wenn du in der Links bist. Oh. Der Wallmarkt ist schon ein Weg. Hier ist, genau, hier ist der andere Weg. Bin ich hier? Ach, warte. Genau, hier ist ja die. Okay. Oh, hi. Hast du das Schild draußen gesehen? Bei mir gibt's Materia. Besiegelung? Besten Dank. Wir müssen Emi machen, dass wir Visionen aktivieren können. Ich pack mal bei Cloud mal Visionen drauf. Muss ich Glut einmal wegmachen bei ihm? Noch eine Vision. Muss ja Emi funktionieren. So, jetzt gehen wir mal zu der Hauptnebenmission. Was da in den Seitengassen hinter dem eigentlich wollten wir hier treffen? Hey, Fragen sind gegen die Geschäfte und Klo. Hier im Glücksladen. Er soll wenn ihr oben auf der Platte wohnen könntet. Da haben wir einen Jukebox. Ach, warte mal. Chocobo. Popcorn. Holt euch euer Popcorn in Chocobo. Okay, hier war mal. Das Marco ist total. Guten Abend. Ich stehe bei Shinra Records. Ist mir in mein. Aber das soll sich mit diesem Song jetzt endlich ändern. Gefällt dir das Leben auf der Party? Okay, haben wir mit Galblus. Chocobon, der beliebteste Snack auf der Welt. Sieht schon richtig gut aus, oder? Alter, hat die Stahl. Okay, die haben wir auch schon. Da ist die. Dings. Hallo. Willkommen im Waffenladen des Weimar. Ach, guck mal, da haben wir ein neues Schwert. Ich muss gerade mal gucken. Bis zum nächsten Mal. Wir müssen Cloud mal eben sein neues Schwert modifizieren. Oh, was denn? Ein mehr Schwertmodifikation zum Mitnehmen. Ach du Scheiße. Riesiger Schaden. Einzelteile. Schaden von Schwertwirbel. Schaden normaler Angriff. Magische Attacke. Schockfleder. Halt beispielsweise für den Gegend. Mach ich einfach mal. Oh. Der hat nur 3 Materias. Das ist natürlich kacke. Der hat natürlich auch alles schlechter. Ist auch neben ein bisschen weniger. Aber wir müssen es leider riskieren. Oh, TP. Warte mal.
Was denn Ares? Er hat Autoheilen, das ist natürlich kacke. Muss ich dir mal Cloud sein Heidings geben? Ja, geht ja wohl nicht anders. Visa. Vision, da. Was ich nicht alles dafür tun würde. So, jetzt haben wir. So. Sieh mal da! Oh. Ziemlich protzig. Das muss Corneos Villa sein. Ja. Und Corneos Villa. Ganz schön riesige Villa, muss ich ja zugeben. Beim Gucken, weil hier liegt sonst auch noch irgendwie was. Guck mal da. Später können wir nie genug haben. Würde man sagen, auf hier rein, ne? Die Mucke alleine. Soll das hier sein, damit die Leute sich was zu machen? Hey! Kein Schritt weiter! Männer haben hier keinen Zutritt! Wir suchen jemanden. Ist das erste Mal, dass du hier auf dem Wallmarkt bist? Und wenn es so wäre? In die Villa kommt niemand rein. Das gilt besonders für Männer. Okay, lässt du mich dann rein? Für Frauen ist es sogar noch schwieriger. Aber Leslie, die ist doch eigentlich ganz brauchbar. Wäre die nicht was für den Chef? Ganz brauchbar? Ganz brauchbar reicht uns nicht. Könnt ihr da echt nichts machen? Ist dir eigentlich klar, was das hier für ein Ort ist? Ares. Komm schon, Leslie. Klar, sie ist kein Model, aber ich glaube, sie könnte dem Don gefallen. Cloud, darf ich diesem Typen eine runterhauen? Ein andermal. Wenn du unbedingt auf Don Corneos Brautschau willst, musst du dir ein Empfehlungsschreiben holen. Ein Empfehlungsschreiben? Auf dem Wallmarkt gibt es drei Personen, die bei Don Corneo ein gutes Wort für dich einlegen können. Sam, der Typ mit den Schokobos, Madame M vom Massagesalon und Anjan, der Tänzer am Honigtöpfchen. Allesamt etwas eigene Persönlichkeiten. Ein Empfehlungsschreiben bekommst du von denen nicht einfach so. Verstehe. Aber ja, vielen Dank. Ich werde es versuchen. Na, cool. Honigtöpfchen. Sam haben wir gerade kennengelernt. Bevor wir jetzt zu den drei gehen, gehen wir gleich erstmal zu der Nebenquest. Ares, bist du dir sicher? Hast du eine bessere Idee? Naja. Ich habe alles mit angehört, Leute. Tifa ist also in Corneos Villa, ja? Verdammt. Zu dumm, dass man sein Anwesen nur auf Empfehlung seiner engsten Vertrauten betreten kann. Ha! Mein Glück! Ich werde Tifa nämlich da rausholen. Yeah! Tifa, Schatz, ich komme! Schon bald bin ich bei dir! Wie süß. Der ist ja total verliebt. Ja. Sag jetzt nicht. Verdammt! Ich habe die Nebenquest verkackt, weil ich zur Hauptquest gegangen bin. Ja, das ist natürlich Kacke. Kacke! Ich bin doch sonst ganz gelassen. Wie wär's mit dem Okay, das nervt jetzt, dass wir davon die Hauptquest, die Nebenquest nicht haben. Das ist natürlich ein bisschen Kacke. Oh, voll, ey. Ja. Chocobo Pop! Aber dafür kommt unser Job mit. Ich wollte schon immer mal Glück haben. Ich weiß nicht, wie gefährlich mich an. Hier, haben wir schon? Der Wallmarkt ist schon ein beängstigender Ort. Ich bin so ein absoluter Vollidiot. Was da in den Seitengassen hinter den Banken. Hereinspaziert, nur keine Scheu! Vielleicht kaputt?
absolute Weltneuheit auf dem Wald. Wie? Ist nichts rausgekommen? Da muss wohl das eigentlich wollten wir uns hier treffen. Hier ist ein Lied. Hört ihr das? Diese Touristen sind wie eine Plage. Hier ist Eo. Hier, Fragezeichen. Keine Panik, die Nacht ist noch jung. Hier rumzuhocken, hey, willst du ein Set kaufen? Wenn du weißt, was ich meine. Hier ist es. Hi. Hallo, wir sind eine Apotheke, aber wir bieten auch andere Dinge. Herzlichen Dank. Was kann ich hier deine Auswahl Musik ist riesig. Schau dich einfach mal um, ja? Ha. Man sieht sich. Hier haben wir die auch. Nichts Besseres zu tun haben, als die ganze Zeit zu feiern und zu eingehen. Guck ich gerade mal. Wir wollten uns hier treffen. Gehen wir erstmal zu Anjan, würde ich mal sagen. Hier bin ich irgendwie. Yes. Aber die Versuchung war einfach zu groß. Sind wir hier richtig? Junge. Naja, ich gehe rein und frag nach. Echt der Wahnsinn. Sag du. Warum denn? Aber. Cloud, du weißt doch, dass du nicht der Beste. Ja. Mich nervt, dass ich die Nebenquests nicht machen kann. Das nervt mich ein bisschen. Oh! Was ist? Sind Sie nicht die Lehrerin vom Helmchenhof? Psst, nicht so laut. Man fragt die Leute hier auf dem Wallmarkt nicht einfach, wo sie herkommen. Was machen Sie hier? Weißt du, ich habe schon als Kind immer davon geträumt, eines Tages eine richtige Tänzerin zu werden. Also tanze ich nachts hier im Lokal. Bitte erzähl den Kindern im Helmchenhof nichts davon. Eine erstklassige Tänzerin wird man allerdings nur mit viel Übung. Hier steht nichts. Ich würde dann sagen, gehen wir. Muss aufpassen, dass mir die Leute mit Hausverbot nicht entgehen. Dass einem sogar sowas geboten wird, hätte ich nicht gedacht. Okay, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüss.